Guten Tag, herzlich willkommen. Moin Moin, Leute. Wieder mit normalen Helferkosten von einer friesischen Marsch hier. Ja, da war Verwirrung in der letzten Folge auf jeden Fall am Start. Irgendwas nicht ganz richtig gelaufen ist. Jetzt müssen wir kurz mal gucken, wo ist er denn stehen geblieben? Jetzt hier so, sieht so aus, als hätte ich jetzt mehrere Baustellen. Rechts 1, letzter Wegpunkt eigentlich, ne? Ja, dann haben wir ein Rapsfeld fertig, das zweite ist fast fertig und hier ist das dritte fast fertig. Dann braucht man noch, wie gesagt, das eine Senfkörnerfeld, aber dann hätten wir die Aussaat für August auch durch, sogar jetzt schon vor der Nacht. Aber wir können jetzt auch demnächst die Nacht schon mal spulen. Ja, Feld 77 sollte auch weggemulcht werden im Multiplayer, ne? Dachte ich doch irgendwie, ja. Aber egal. Ja, wir haben jetzt auch drei Big M's, ne, im Multiplayer. Da hat man nicht mehr das Nervige mit dem Mähwerken und Geld haben wir jetzt eh da auch langsam mal genug, dass wir dann nicht immer knausern müssen und auf den letzten, ne, wie gesagt, mieten, mieten, mieten. Dann kommt man auch besser voran. Und Sämaschinen haben wir ja auch 5 Stück oder so im Einsatz gehabt gestern, ich weiß nicht genau. Moin. Aber der hat seinen Weg, seinen Punkt gefunden. Der arbeitet hier so komisch schräg, aber es macht ja nichts. Ich hab's auch, es wird gemulcht. Der ist in 14 Minuten fertig. Boah, es wäre zum Ende der Folge ungefähr. Dann wäre das Feld fertig gepflügt. Das wäre auch schon mal nicht schlecht. Muss mal schauen, ne? Dem Geld kommen wir auch leicht durch die Nacht. Ja, zwei weitere sind neu reingekommen. Ingame Sound habe ich nicht. Kaputt. Was sind das Desktop Sound aus? Das war gerade eben zum Ende der letzten Folge auch noch, ne? Jetzt ist aber der Desktop Sound, glaube ich, da. Ist nur gerade. Muss wieder einen Träger finden, der laut, da sein, der Krach macht. Ja, die Kleinigkeiten da oben, Essig haben wir noch nicht genug. Hirsemalz haben wir auch erst nach der Nacht genug. Diesel haben wir nach der Nacht genug. Mineraldünger haben wir nicht genug. Netzrolle nach der Nacht dürfte auch mal reichen, dann endlich für die Gemüsefabrik, dass wir da vielleicht auch die Kartoffeln mal anschalten können, damit Kartoffeln auch eingenetzt werden. Ja, was mit unseren Enten? Und was machen die Ziegen eigentlich? Haben wir schon Milch? Haben wir schon Ziegenmilch? Gesundheit 10 bis 40%.
Ja, aber guck mal, jetzt haben wir hier schon 263 Daunen. Langsam produzieren die Enten ein bisschen mehr, ne? Aber wenn man jetzt auch welche zum Schlachter bringen möchte, glaube ich, dann reicht das langfristig gesehen. Mit einem Stall ist auch knapp. 30 bis 100%. Hier dauert es eben auch noch ein bisschen, bis die alle soweit sind. Das ist noch ernüchternd, ne? 1000 und hier sind auch 1000. Nee, also ich hatte ja vorhin dieses Thema nochmal angesprochen wegen diesem Update, wo wir gestern Abend mit Switty gesprochen hatten, ne? Also dass ich für diesen Donnerstag sehe ich dann eher keine Chance. Wie gesagt, die Photovoltaik will ich noch fertig machen für die Zentrallager. Das dauert nicht mehr so lange und dann denke ich, werde ich nochmal gucken wegen dieser Kalkulation der Leerpaletten, dass es dann auch fürs nächste Revamp-Update schon alles fertig ist und man nicht dann noch wieder rumeiern muss. Und von daher, ich würde also, ne, man ist davon auszugehen, dass der Livestream am Sonntag der 7.7. ist. Kann sein, dass ich den Donnerstag am 4.7. das Update fertig habe, kann aber natürlich auch sein, dass man dann sagt, okay, Sonntag C-Folge 2000, Livestream Richtung Folge 2000, dass ich das dann eben am Sonntag ausnahmsweise erst veröffentliche. Kann auch sein. Aber dann ist er vielleicht noch eine Kleinigkeit mehr fertig, weiß ich noch nicht genau. Oder man hat wirklich alle Produktion einmal nochmal durchkalkuliert, was die Leerpaletten, Verbrauchsgeschichten angeht. Das kann eben auch sein. Und ja. Und dann, wie gesagt, ne, Höfe, liebe Leute. Wer einen schicken Hof hat, wer einen schön gestalteten oder generell ein schön gestaltetes Industriegebiet vielleicht hat oder was auch immer, ein bisschen andere Sachen hat als ein Muster-Safe-Game. Gerne dann melden, kontakten, dann kann ich mir den Spielstand vielleicht im Livestream in Sonntag in 2 Wochen dann gemeinsam mit euch angucken und mal schauen, was die anderen so Schönes aus der NF Marsch gebastelt haben. So, gut. Ich weiß gar nicht, ob der nochmal eine Runde Hackschnitzel fahren soll. Ja, das müssen wir mal gucken. Ansonsten könnte es natürlich theoretisch ein Safe-Game einmal speichern, wo dann die gleichen Ställe platziert sind, die dann theoretisch halt ein Entenstall sind oder theoretisch ein Ziegenstall sind. Muss ja dann für dich nicht, ne, also sozusagen neues Safe-Game einfach speichern. Aber dann wüsste man schon, wo das denn bei dir geplant ist, sozusagen. Mal schauen, wie gesagt, weiß man in den nächsten Tagen mehr. Also, es kann knapp werden. Shelly hat auch Urlaub jetzt ein paar Tage. Die Kinder sind natürlich trotzdem im Kindergarten. Jetzt wissen wir ja auch, dass Dienstag irgendwelche Neuigkeiten im LS-Bereich kommen, die mit Sicherheit auch ein bisschen eine Arbeit nach sich ziehen werden. Jetzt muss ich nochmal die KI befragen. Na, schauen, mal schauen, mal schauen. Wieso macht er denn eigentlich so ein komischen Kram hier immer mit diesen halben Bahnen. Aber jetzt ist gerade dann so diese eine Bahn. Verstehe ich nicht genau, was das soll. Rechts 1. Passt aber. Ich glaube, der andere war nicht auf dem richtigen Kurs. Das wird ein komisch gestreiftes Feld werden. Dann müssen wir später entweder nochmal selber nacharbeiten, die einzelnen Zwischenräume da, oder ich weiß noch nicht. Aber das kann ja nicht sein, dass der hier vorne links gefahren ist. Also der andere ist ja nicht richtig gefahren.
Ja, ich sagte schon, also Leaks unterstütze ich in keiner Weise. Finde ich, ist eine absolute Frechheit von denjenigen, die es leaken. Wenn sie denn das irgendwas hier, ne, wie ich vorhin schon mal sagte, offizielle Informationen irgendwo her haben, weil sie da arbeiten, weil sie was auch immer. Und das vorher zu veröffentlichen, bevor das sozusagen geplant veröffentlicht werden soll. Und das ist dann am Dienstag um 14 Uhr bei Giants. Wenn man dann meint, oh, ich muss mich jetzt auch wichtig machen und ich veröffentliche jetzt vorher schon ein Video, von solchen Leuten halte ich gar nichts. Das Problem ist, da leiden alle Content Creator drunter, so wie ich, wie Werner, wie McManus und alle anderen auch, die das wahrscheinlich nicht geleakt haben oder irgendwas leaken, sondern auf sozusagen an Giants-Vorgaben sich halten, wenn da irgendwo drin steht. Das ist ja auch, wenn wir ein neues DLC bekommen, ein paar Tage vorher, steht da normalerweise immer drin, hier habt ihr Informationen, hier ist ein neues DLC, das dürft ihr zeigen ab Freitag 10 Uhr zum Beispiel, um jetzt einfach irgendeine Zahl oder irgendein Datum zu nennen. Und dann machst du das gefälligst erst zu diesem Zeitpunkt und nicht vorher. Also wie gesagt, solche Menschen verachte ich. Also ich finde es absolut, weiß ich nicht, derjenige, der das gemacht haben sollte, ne, ganz, ganz unterstes Niveau. Ganz weit unten. Aber gut, oder gibt's, oder gibt's. Kann sie nicht ändern. Es ist ja kein Leak, wo es jetzt um irgendwelche Geheimdienstinformationen geht, ne, wo es um Leben und Tod geht oder keine Ahnung, wo man sagt, okay, da wäre ein Leak vielleicht noch aus meiner Sicht vertretbar. Aber doch nicht bei sowas. Bei einem Spiel, wo es Informationen vorab, ich bin hier aber hier, ne? Also habe ich vorhin wieder schon zwei, drei Leuten gesagt hier, ne? Also keine Leak-Spekulation bei mir im Livestream-Chat, macht das woanders. Ist in Ordnung. Ich halte da nichts von. Aber es gab schon länger Leaks. Also ich habe das gestern auch nochmal gegoogelt. Auf Simmods oder irgendeine Seite. Die Fest halt auch, die hat das Sachen mal so ein bisschen zusammengefasst. Da hat Anfang des Jahres wohl schon mal jemand irgendwas gepostet auf X oder auf dann Twitter oder was weiß ich, wie die Plattform heute heißt. Ja, und dementsprechend kann sein, dass es ein Giants-Mitarbeiter war. Kann sein, dass es halt einer ist, der über einen Giants-Mitarbeiter Bescheid gewusst hat, was denn passiert oder was nicht passiert. Und ach, das nervt halt einfach, ne? Das nervt einfach. Einfach mal abwarten, bis es offiziell von Giants veröffentlicht wird oder von den vertrauensvollen Content-Creatern, die dann tatsächlich noch einen Draht zu Giants haben. Weil das Problem ist klar, wenn jemand Leute leaken, warum sollten die Unternehmen denn die Informationen irgendwie weitertragen später? Dann veröffentlichen sie es doch lieber alles selber und bleiben im stillen Kämmerchen und ne? Ansonsten, wie gesagt, abwarten, Tee trinken, Dienstag 14 Uhr wissen wir mehr. So viel kann man dazu sagen. Und die Gerüchte, wie gesagt, die Gerüchteküche brodelt. Es ist von Giants was Großes angekündigt, was die Zukunft vom Landwirtschaftssimulator angeht. Es ist dieses Abschluss-LS22-Video gekommen, was offiziell auch von Giants ist. Dann, ich weiß noch nicht, warum man hier so komisch arbeitet. Dann gab es jetzt diese Vorschau auf die Farbgebung des Logos, des aktuellen LS22-Logos, die Farbkombination, den Farbcode in Richtung LS25, Farbcode in Grün. Das sind ja sozusagen genaue Farbcodes. Jede Farbe hat ja einen Code im Hintergrund. Ja, also das ist immer mehr, ne? Also es ist schon ziemlich eindeutig. Aber offiziell gibt es am Dienstag um 14 Uhr Informationen. Und was ändert das? Im Endeffekt nichts. Trotzdem spielen wir am Mittwoch noch LS22 oder am Dienstag oder in einem Monat oder in zwei Monaten oder in drei Monaten oder vier Monaten. Ja. Oder in 16 Monaten. Wer weiß das schon. Ja, ist einfach respektlos dem und der Firma gegenüber. Also sowas ist respektlos. Und wie gesagt, respektlos, das ist unterstes Niveau. So, was hast du denn hier? Naja, aber das war zu erwarten, dass das nicht funktioniert. Also nicht dauerhaft auf dem Feld funktioniert. Das hat schon, glaube ich, schon mehr geschafft, als ich zuerst dachte. Wo will der denn jetzt hin? Da wieder zurück, ne?
Ja, erster Wegpunkt dumm. So sieht's aus, Laura. Hallo, was geht? Bin neu hier. Danke fürs Reinschalten, Holzwurm. Oh, hier ein bisschen Farming, ne? Smalltalk, Farming, aktuelle Weltgeschehen, alles Mögliche. So, aber die letzten Züge für heute. Da ich ja schon seit 10 Uhr am Stream bin, wir jetzt bei 4,5 Stunden sind, das die letzte Folge ist. Und, ja. Also ich werde natürlich auch am Dienstag irgendwie versuchen, um 14 Uhr online zu sein, logischerweise, weil mich die Informationen natürlich auch brennend interessieren, was die da alles jetzt genau veröffentlichen. Und von daher, mal gucken, ich werde wahrscheinlich jetzt aber nicht LS spielen am Dienstag vorher, sondern irgendwas anderes. Und dann mal gucken, um 14 Uhr über den Livestream anschauen oder die Premiere. Ich glaube, das ist gar kein Livestream, ich glaube, das ist eine Premiere, also praktisch ein Video, was man zu einer gewissen Uhrzeit an einem gewissen Tag eben veröffentlicht. Oder ist es ein Livestream geplant? Ich muss noch mal gucken, ich weiß es gerade gar nicht. So lässt er denn da jetzt eine Reihe aus? Ja, neuer GTA-Teil wäre auch mal nice, ne? Aber auch da ist, ob da jetzt was vorher geleakt wird oder nicht, ach, das ist, wie gesagt, wichtig Tour teilweise. Kann man so nennen. Ist hier noch auf Bahn oder wieso macht er die jetzt hier nebenan nicht? Jetzt der Kringel außerhalb des Feldes ist ja auch spannend, den wir unten sehen da im... Da, warte. Da irgendwie, ne? Da kriegen wir irgendwie außerhalb des Feldes. Schon spannend. Macht ihr die zweite gerade hier, ne? Die Cosplay-Kurse sitzt ja dann auch ein bisschen rum da unten. Nee, nur zur Bahn. Ja, ich glaube, Steine sammeln machen wir hier nicht. Zeit sparen wir uns. Und spulzeittechnisch, das machen wir beim nächsten Mal am Donnerstag dann. Ja, muss ja nicht, Laura. Also mir ja, aber sonst nicht. Oh, oh, oh. So, heute Abend, wer guckt Fußball? Letztes Thema für heute. Also für den Livestream, ne? Wenn die Folge auf YouTube kommt, sind wir dann nicht schon bald im Achtelfinale? Ist ja jetzt nächstes Wochenende. Wann sind denn die Achtelfinals? Wann spielt Deutschland? Weiß man noch nicht, oder? Wann wäre das Achtelfinale? Bis das Lager voll ist, okay. Genau, Pascal ist im Bayern-Zelt, ja. Ich Bayern-Fan. Pascal heute als Holstein-Kiel ist im Bayern-Zelt. Falls du es gestern Abend nicht mitgekriegt hast. Jupp. Ich. Ja, also ich werde es heute Abend auch mal auf entspannt gucken. Die beiden ersten Spiele ja nicht, auch wenn es jetzt nicht mehr um direkt was geht. Wenn man weiter ist, man ja so oder so. Trotzdem will man ja nicht verlieren. Schweiz ist, glaube ich, auch kein so unterschätzender Gegner. Ich glaube, die müssen ja gerne noch irgendwie gewinnen, oder? Um weiterzukommen, oder sind die... Ja, ne? Entspannt auf dem Sofa, ja.
Nächsten Samstag, wenn man Gruppenerster wird. Okay. Und das ist aber abends dann auch, ne? Oder? Da müssen wir mal gucken, wie sich das auf Multiplayer auswirkt. Morgen werden die Kollegen geärgert. Ja. Also ich werde jetzt erstmal gucken. Wetter klappt langsam auf bei uns. Ist auch gar nicht so kalt, also werden wir schon auch noch irgendwas draußen machen, denke ich, heute Nachmittag. Mal gucken. Wird nochmal raus an die Ostsee, einen kleinen Spaziergang machen mit den Kids. Aber ich glaube, ein Kind ist gar nicht da. Ich glaube, das ist im Spiel in der Nachbarschaft, wenn ich das gerade eben richtig mitgekriegt habe. Von daher, mal schauen. Folgen noch benennen von gerade, YouTube hochladen, schon mal starten, dass YouTube das schon mal verarbeiten kann und so weiter und so fort. Und dann, ja, ne, ist ja, zack, ist der Tag auch wieder rum. Deutschland, ja, Deutschland kommt ja auf jeden Fall weiter. Mit 2 Siegen bist du durch. Der Schweiz reicht nur unentschieden. Okay. Nee, ich zocke heute nichts mehr. Nichts mehr. Heute Abend auch nicht. Also heute Abend ist mal nix. Chili-Milli. Können wir ja am Freitag spielen. Ja, das wäre die Medieval Dynasty Multiplayer, ne? Das ist ja auch. Passt auch nicht zusammen. Wir gucken mal. Irgendwie kriegen wir es hin. Wenn jeder denn alleine gucken möchte, einige Public View machen oder man guckt wieder gemeinsam, so wie letztes Mal in Anführungsstrichen, jeder guckt für sich zu Hause, trotzdem spielen wir zusammen. Das kann ja auch sein, dass man es im Multiplayer so macht. Gut, gut, liebe Leute. Dann würde ich sagen, Leute, war's das. Bin jetzt, bis jetzt ist es Dänemark, kann aber noch ändern natürlich. So, als theoretischer Gegner, ne? Genau, aus der Gruppe. No. Also, ich weiß nicht, wer ist denn noch da? Ich weiß auch nicht genau. So, YouTube. Ich guck gerade nochmal, es sind echt 10 Folgen schon wieder gewesen. Es sind auch schon wieder, ne, 4,5 Stunden Streamzeit. Liebe Leute, von daher euch einen schönen Sonntagnachmittag, noch einen schönen Sonntagabend und freuen wir uns auf die Dinge, die da im Laufe der Woche auf uns zukommen. Bis dahin, vielen, vielen Dank. Tschüss.